Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du reinklickst. Heute habe ich mir den Fotorucksack Satellite Photo Pack von Jack Wolfskin genauer angesehen und das erwartet dich jetzt. Das Rucksackmodell Satellite Photo Pack von Jack Wolfskin besitzt eine sehr umfangreiche, durchdachte Ausstattung. Und neben einer hohen Funktionalität und einem hohen Tragekomfort verspricht der Hersteller eine optimale Rückenbelüftung. Grund genug, mir den Jack Wolfskin Satellite Photo Pack genauer anzusehen. Der Jack Wolfskin Satellite Photo Pack eignet sich perfekt für Tageswanderungen, bei denen du deine Kameraausrüstung dabei haben möchtest. Hält man den Jack Wolfskin Satellite Photo Pack in den Händen, sticht einem sofort sein Air Control Rückensystem ins Auge. Dank dem Abstand zwischen dem Packsack und dem Rücken wird die entstehende Wärme sofort abtransportiert. Die große Netzfläche schmiegt sich bequem an den Rücken. Die breiten, weich gepolsterten und ebenfalls sehr atmungsaktiven Schultergurte sorgen für einen hohen Tragekomfort. Der Satellite Photo Pack hat einen höhenverstellbaren Brustgurt mit Signalpfeife, einen gepolsterten Hüftgurt sowie Lageverstellriemen hier oben. Wie du den Rucksack auf den Rücken richtig einstellst, zeige ich dir in einem extra Video. Klicke einfach auf den Link in der Infokarte hier oben. Aufgrund seiner umfangreichen Ausrüstung gehört das Satellite Photo Pack von Jack Wolfskin mit seinen ca. 1700 Gramm zu den eher schwereren Rucksäcken, die aktuell auf dem Markt angeboten werden. Öffnet man das Hauptfach vom Satellite Photo Pack, sticht einem gleich sein Herzstück, die individuell verstellbaren Polsterfächer für die Kameraausrüstung ins Auge. Nur eine der Polstertrennwände ist fest am Polsterfach des Rucksacks angebracht. Diese trennt das Polsterfach in zwei große Bereiche ein. Alle anderen Trennwände können beliebig entfernt oder an eine andere Stelle verschoben werden. Eine der Trennwände hat ein Netzeinschubfach. Das Polsterfach ist an zwei Klettes im Rucksack befestigt. Für zusätzliche Fixierungen hat das Satellite Photo Pack an den Seiten und oben jeweils einen Klett-Strap. Bei Bedarf kannst du das Polsterfach auch komplett aus dem Rucksack herausnehmen. Vier Speicherkartenfächer und ein gepolstertes Fach an der Front, in dem zum Beispiel ein Tablet bis 10 Zoll untergebracht werden kann, zählen zu den weiteren Pluspunkten vom Rucksack-Hauptfach. Dank dem clever konzipierten langen Reißverschluss lässt sich die Frontseite ganz weit aufklappen. Bei Bedarf bietet der Reißverschluss auch einen seitlichen Zugriff zum Hauptfach. Hinter dem Hauptfach befindet sich ein weiteres Reißverschlussfach. Dieses besitzt eine Schlauchführung und eine Schlauchöffnung und kann für ein Trinksystem verwendet werden. Die Fronttasche hat ein Einschubfach und eine Schlüsselhalterung. Auch große Getränkeflaschen bis 1 Liter können in den Seitentaschen untergebracht werden. Deine persönliche Ausrüstung kannst du getrennt von deinem Fotoequipment im Bodenfach verstauen. Die Trennwand zwischen dem Haupt- und dem Bodenfach kann durch einen Reißverschluss geöffnet werden. Der Jack Wolfskin Satellite Photo Pack hat keinen festen Boden. Das Rucksackmaterial ist leicht zu reinigen und wasserabweisend, jedoch nicht wasserdicht. Deshalb solltest du den Satellite Photo Pack mit einer Regenhülle überziehen, wenn es regnet. Die Regenhülle wird mit dem Rucksack ausgeliefert und ist in einem Reißverschlussfach am Boden verstaut. An den Gummihalterungen und an dem Steckverschlussriemen hier oben kannst du deine Trekkingstöcke oder dein Equipment wie zum Beispiel ein Stativ befestigen. Die Hüftgurttasche ist ausfaltbar und bietet beispielsweise Platz für ein Objektiv oder eine Trinkflasche. Die seitlichen Kompressionsriemen und die Aufhängeschlaufe zählen zu den weiteren Pluspunkten vom Jack Wolfskin Satellite Photo Pack. Mein Fazit: Mit dem Satellite Photo Pack von Jack Wolfskin entscheidet man sich für einen sehr guten und funktionellen Fotorucksack, der nicht nur eine perfekte Transportmöglichkeit für deine Fotoausrüstung, sondern auch einen hohen Tragekomfort bietet. Wenn du mehr wissen möchtest, dann findest du hier oben in den Infokarten einen Link, über den du genauere Infos erhältst. Wenn du bereits eigene Erfahrungen mit dem Satellite Photo Pack von Jack Wolfskin gemacht hast, dann würde ich mich über deine Kommentare sehr freuen. Vielen Dank fürs Reinklicken und wir sehen uns! Abonniere den Channel, wenn du es noch nicht getan hast und like dieses Video, wenn es dir gefallen hat. Hier unten kannst du mich direkt im Shop besuchen oder dir hier noch eines meiner Videos ansehen. Vielen Dank und bis bald.